So, Leute, da sind wir wieder beim Demi-Turnier mit dabei, Angel Eisbrise und Charlie. Hallo. Guten Tag. So, jetzt beginnt der Kampf um den dritten Platz, wenn Alex auftaucht. Grace muss bereit sein und Eli. Ja, ich hoffe doch mal, dass es ein faires Turnier sein wird. Oh. Ich will jetzt endlich mal wieder mein Eis weiter leveln. Sollen sich mal ausmehren. Okay. Glaubt ihr, Ja, der jetzt. das wird spannend, glaube ich. Das schafft's. Ich bin Ist Billy für noch da? keinen. Fragt Ich Amelie. glaube, Elias gibt. Ja, ich bin noch da. Ich war nie weg. Okay, warte. Ich komme mit meinem zweiten Account. So. Grace hat Posi. Ja, warte mal, hatte Eli letzte Runde auch Posi 2? Nein. Nein, er hatte Posi, glaube ich. Weil da haben wir irgendwie gesagt, der als erstes in den Kampf geht, Ach so, hat ja, da immer war doch Posi. irgendwas. Und der ist ja als erstes in den Kampf gegangen, stand in derselben Position. Ich komme einfach mit meinem Lebens. Du musst einfach schnell Teleport aufmachen. Einfach Ich drei. wette, irgendwie er macht jetzt. Lol, komm. Wie einfach drei Baler im Halbfinale sind. Vielleicht auch gleich zwei Baller im Finale. Ja. Es. Ach, stimmt, sind's ja schon. Stimmt. Das ist ja Spiel um Platz 3. Sind ja schon zwei Baller im Finale, nämlich Yannick gegen Jason. Aber da hat eigentlich der Yannick schon gewonnen, schätze ich Ja, mal. glaube ich auch. Weil der Jason hat dann einfach schlechtere Werte. Heißt aber noch nicht, dass er schlechter spielt. Alex Sturmkrieger ist dann. Ui. Ups. Die Grace wärmt gegen Mythos einfach Drumschild, das ist nicht. Was? Der macht Okay, jetzt. Oh, jetzt kommt so eine Mitte. Warum hat er das wohl weg? oh, wenn jetzt Medusa Jetzt kommt. kommt nicht. Das wäre so Hä, smart das macht jetzt. ja Hä, auch aber die was. wird. Der spielt auf Ja, die wird. Medusa. Die wird jetzt eh wieder Stunblock oder Conviction machen. Ja, Ja, das war Conviction so war klar, klar. ja. Und jetzt kommt die Medusa wahrscheinlich. Ja, das ist. Oh Gott, Aber Open Hit, Elias. oder? Nee, warte, das ist kein Open Hit. Nein, nicht mal. Ey, wenn der durchstand. Ich hätte. Stell dir vor, der ist da durch. Ja, es ist eine 5%ige Chance. Und, ey, Alter, wenn der durchstand. 5%? 5%? Nee. Schade, schade. Doch, nicht im Grund. Oh, Schattenpip. GG. Ja, GG. Obwohl, nee, noch nicht. Das killt nicht. Ja, eigentlich schon. Was kann Elias jetzt schon machen? Er kann sie nicht stunnen. Koloss wird auch nicht killen und sie hat Posi. Ja, nächste Runde der Koloss wird nicht killen, Es sei wenn sie denn, er macht Sage eine macht. Klinge und sie macht kein Schild. Ich will jetzt noch nichts sagen. Es gibt trotz Conviction immer noch nicht die Möglichkeit, dass er durchkrittet. Ich wette, Schild macht er.
Oh. Oh! Oh. Aber es geht trotzdem nicht wegen der Bubble. Es muss Bubble ist weg, deswegen reicht es nicht. Hm. Er könnte einfach schwarze Kapuze spammen und hoffen. Nee, aber ich glaube. Patzke gehen, Berlin, Alter. Yolo-Koloss. Er kann nichts anderes machen. Er muss Yolo-Koloss. Ja. Was an. Er ist in jedem Fall tot sonst. Oh! Ja. Oh. Ach du Scheiße. Oha, was jetzt passiert? Das ist. Was passiert? Die hat minus 85 Mythos-Schild gemacht, Grace. Wenn. Ja. Ich glaube, es war keine gute Idee, überhaupt Z-Schilde zu erlauben. Hä? Ich verstehe nicht, wie der Kampf jetzt um den dritten Platz geht. Ja, wie? Wer ist denn im Finale? Yannick und Jason. Hä, Elias hat doch auch gewonnen. Nein, Eli hat gegen Jason verloren. Nein. Lol. Fuck. Ups. Ja, jetzt. Zwei Schattenpips. Das ist jetzt wohl klar. Okay, ja, GG. Der jetzt gewonnen. Schade. Aber wenn du jetzt GG schreibst, dann kommen wieder hier Leute so. Ach ja, zu dem Thema Speedhack. Alle haben gesagt, dass ich Cheat Engine benutze. Das ist nicht Cheat Engine. Wenn der Spieler auf Posi 2 den Spieler auf Posi 1 killt, falls der Spieler 1 noch Pips hat, werden die Pips einfach entfernt. Dann sieht man die oben bei der Anzeige nicht mehr. Und zu dem anderen Thema, wenn einer mit 5 Leben überlebt, einer zum Beispiel nach dem ersten Angriff noch 1278 Leben hat, der Zauber 1273 Leben hat, abzieht, dann ist es ja auch irgendwie offensichtlich, dass da 5 Leben übrig bleiben. Inwiefern benutzt man dann irgendwelche Cheat-Engine-Programme oder was auch immer? Rechnen ist so eine ganz moderne Sache. Ist echt so. Ja, nee, ich find's einfach nicht okay, dass andere mich als Cheat-Engine-Benutzer, Hacker, was auch immer beleidigen, weil das einfach nicht stimmt. Rechnen hilft, wie gesagt. Okay, Grace ist Platz 3. Oha. So, machen wir jetzt noch das Finale? Ja, würde ich schon sagen. Nimmst du es wieder einzeln auf oder ist es noch dieselbe Aufnahme? Ja, ist noch dieselbe Aufnahme, aber ich cutte kurz. Nach dem Cut geht's weiter.